Hallo, liebe Leute. Ich zeige euch heute, wie man so Blut hinkriegt. Also so richtig schlimmes Blut. Ich habe hier Bilder. Ich suche es rasch. So, nur als Beispiel. Ja, das Bild ist auch nicht von mir, sondern von der Freundin. So, ich hatte Blutspritze bekommen. Und ja, das könnt ihr in allen möglichen Programmen machen. Ich zeige es euch heute mal in Sai. Und dann zeige ich später noch in Photoshop. Im Photoshop ist ziemlich gleich eigentlich, ja. Also. Und damit ich das irgendwie zuerst machen kann, brauche ich jetzt eine Lineart. Und die mache ich jetzt rasch. Also, bis gleich. hier bin ich wieder. Und ich habe jetzt gerade die Lineart fertiggestellt, wie ihr seht, wenn ich im Scaping zugetextet. Naja, jedenfalls bin ich mit Lineart fertig. Und ich koloriere das Bild noch. Also hier Color und dann Schatten. Und dann ist es soweit, dann zeige ich euch, wie das halt geht. So. Ja, bis dann. So, hier bin ich wieder. Wie ihr seht, habe ich das Bild fertig gepaintet. Hier sind alle Ebenen. Also. Das hier ist noch die einzelne Ebene mit dem D und hier die gesamte Lines, wie ihr seht. Und hier in jedem Ordner sind halt die einzelnen Ebenen. Das sind, ich mache sie immer auf total vielen, also ich würde sagen, ja, das sind nur die 40 Ebenen, die ich hier Layer, die ich habe. Ja, also jetzt für das Blut. Jetzt geht ihr auf Google und gibt zum Beispiel Blood ein. Ja, und kommen halt zu Bilder und ihr müsst darauf achten, dass vielleicht der Hintergrund weiß ist. So, nehmen wir mal das hier. Das Bild in Vollgröße. Und das, ihr könnt es so abspeichern halt. Oder ihr könnt es einfach so packen. Also rechtsklick, linksklick drauf, festhalten, ins Bett des Seil reinziehen und loslassen. Jetzt habt ihr es hier auch. Und jetzt könnt ihr es markieren. So. Mit dem Markierstift und dann klickt ihr Steuerung und C, um das zu kopieren und jetzt müsst ihr hier auf ja halt auf eine Ebene gehen, was auch immer und fügt das halt mal ein, so und jetzt ist das halt so, ja. Ihr wisst schon. Also ihr könnt es auch oben hin tun. Ich tue es jetzt mal hier oben. Ja. Und also das passt ja gar nicht hier hin. Jetzt machen wir es mal an die Stirn. Jetzt kriege ich Steuerung und T und dann kann ich es noch ein bisschen drehen, ein bisschen kleiner machen. So. So. Und jetzt muss ich es überall wegschneiden, wo ich es nicht haben will. Also ich will es mal nur auf der Haut haben. Jetzt kriege ich ja mal alles hier aus. So ganz grob macht es einfach mal. Ich will nicht perfekt sein. Und jetzt geht ihr auf die Ebene. Jetzt könnt ihr das wegradieren. Und jetzt müsst ihr schauen. Hier oben über dem Opacity, also hier so, wisst ihr, steht der Mode. Und der Mode gibt es verschiedene. Ich habe nicht alle. Keine Ahnung, warum es bei mir nicht alle gedownloadet hat. Naja. Und den müsst ihr auf Multiply, wie man es auch ausspricht, stellen. Und jetzt seht ihr, tada, ihr habt nur das Bild. Awesome. Und das könnt ihr jetzt mit allen möglichen machen. Zum Beispiel, jetzt geben wir mal, weiß nicht, ein Tattoo, wenn ihr ein Tattoo machen wollt für ein RPC. Okay, nee, sagen wir, ja, okay, nehmen wir mal das hier, so. Ziehen es wieder rein. Ich muss hier nicht abspeichern, das ist nur so ein Beispiel. Und dann markiere ich das wieder. Und dann kopiere ich das. Und dann füge ich es halt wieder ein. Und jetzt will ich zum Beispiel hier halt so den Drachen hier auf der Ding haben. Okay, kein normaler Mensch will das wahrscheinlich auf der Haut haben, aber ist auch ziemlich egal. Und jetzt stellt es halt wieder auf Multiplay. Tada, ihr habt Tattoo. Und es gibt hier noch verschiedene andere Dinge. Ich blende die mal aus. So. Und
zum Beispiel, jetzt mache ich mal einfach so einen blauen Fleck und ihr seht ja eigentlich selber, was halt passiert, ja? Ich mache es jetzt einfach mal so. Oh Gott. So. Und Multiplay wird es halt dunkler und man sieht halt das darunterliegende bisschen durch. Bei Screen, ja, scheinen halt, es wird heller. Und bei Luminosity wird es noch heller. Und Overlay, das ist auch schön zu erklären. Binary Color check ich einfach nicht. Ich check das, ja. Und ihr müsst halt mal alles so ausprobieren. Also ich habe hier noch was vorbereitet. Ich habe jetzt einfach mal hier das Bild und so Hintergrund. Jetzt nehmt ihr einfach so, ja, halt irgendeine hellere Farbe, so eine hellrosa. Und dann malt ihr einfach so, warte mal, das mal weg. Einfach so einen großen Fleck hier drauf, ist ja eh scheißegal. Und jetzt stellt ihr den mal um, weil aus Green und es wird so heller. Und Luminosity ist hier echt zu stark. Genau, Multiplay. Und Overlay. Overlay wäre ich auch noch gut. So ein bisschen. Und so könnt ihr eben auch Lichteffekte machen. Und auch hier in den Augen drin, da kann man sogar Lichteffekte machen. Hier mal hier in das Ding mit den Augen. Ja, so. Das hier, das Hellleuchtende. Das habe ich einfach auf Luminosity umgestellt. Das nimmt jetzt einfach die helle Grundfarbe, ist die hier zum Beispiel, und dann malt ihr das und stellt einfach auf Luminosity um. Und dann mit Multiplay kann man halt so abdunkeln und weiß nicht was alles. Ich kann es jetzt einfach. Ja, ist, hier macht es nicht viel aus, weil es ist halt nicht so verschwommen. Wenn es nicht verschwommen ist, dann sieht man das gar nicht. Und das ist auch für den Photoshop. Ja, für den Photoshop geht es eigentlich auch recht gleich. Ich mache es einfach mal so. Ich habe Blut, so, ich nehme jetzt mal das Blutding hier. Das Photoshop, wenn es da nicht importiert ist. Ah ja, okay. Suchen wir es nochmal. Ich hasse es, wenn irgendwas um. Wenn irgendwas so rumspackt. Ja, genau so. Und öffnen. Ich weiß jetzt gerade so dauert. Sonst irgendwie habe ich das Problem nicht. Keine Ahnung, was jetzt für Problem ist. Generell nicht so viel Ahnung vom Computer. Okay, jetzt kann ich mit einfach nicht öffnen. Okay. Was auch immer hier los ist. Ins Internet. Weiter. Ja, geht. Ich nehme auch das Blutding, das wir vorhin hatten, zurück. Ja gut, nehmen wir das hier. Jetzt Photoshop rein. So. Und jetzt, ja, ich klicke jetzt einfach mal Steuerung und A, um alles hier zu markieren. Also in jedem Photoshop ist das gleich, da kriege ich wieder also Control, Steuerung. Um es zu kopieren und füge es mal ein. So. Und ich weiß eben nicht, wie es beim anderen Photoshop geht. Bei mir geht es halt so, indem ich hier so Doppelklick drauf mache und kommt Ebenenstil. Keine Ahnung, wie man es bei euch öffnet. Ihr habt ja wahrscheinlich CS oder so. Ich habe halt Elements. Und jetzt müsst ihr hier halt mal schauen. Ich klicke jetzt einfach mal durch. Ich muss einfach auf das Bild achten. Multiplizieren, also Multiple. Und dann geht das auch hier weg. Und das kann man auch in Photoshop machen, also für sowas braucht man nicht unbedingt Pen2Sai, ja. Und es gibt da ganz verschiedene auch. Und das mit dem Schein, das könnt ihr auch machen. Ja, was ihr auch machen könnt, ist das natürlich selbst painten, aber das ist nicht unbedingt nötig. Ja. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen noch. Ja. Probiert es aus, ihr könnt viel Spaß haben. Jetzt auch hier das Muster in der Jacke habe ich auch so gemacht, indem ich es einfach so reinkopiert habe und so. Also macht man auch Muster und weiß nicht was alles. Oder genau, noch etwas bei den Haaren. Sagen wir, die Haare hier, die sollen halt nicht so rosa sein, weil weiß nicht warum. Und dann geht ihr auf die Haare und legt über alles drüber noch ein Eben,
und färbt die zum Beispiel so grün ein. Und jetzt könnt ihr einfach sagen, Multiple Overlay. Und dann verändert sich auch die Farbe. Also man sieht ja die Schattierung immer noch durch und so. Und da muss man halt wirklich einfach mal ausprobieren. Ja. Und viel mehr zu sagen habe ich jetzt auch nicht. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch ja immer noch an mich wenden. Und ja, bis dahin. Ach.